Willkommen zurück auf GTA Skyways virtueller Donaukreuzfahrt. Mein Name ist Niki Nikolaus und heute darf ich Ihnen Budapest, die Hauptstadt Ungarns, vorstellen, wo wir frühmorgens ankommen und ganz zentral an der Kettenbrücke anlegen. Ist der Host Röner kein Budapest? Das war unser Kapitän und er sagt willkommen in Budapest. Im heutigen Beitrag darf ich Ihnen unsere Landausflüge vorstellen, denn bei GTA gibt es nicht nur Stadtrundfahrten, sondern auch sportliche Spaziergänge. Von unserer Anlegestelle an der Kettenbrücke starten wir einen sportlichen Spaziergang über die Stadtberge von Budapest. Dort, wo es notwendig ist, nehmen wir auch einmal die Metro oder die Straßenbahn. Natürlich kann man auch mit dem Bus, hier in Blau eingezeichnet, eine Stadt entdecken. Aber wer gut zu Fuß ist, der sieht sie mit Sicherheit intensiver auf Schusters Rappen. Wir bieten Ihnen auf jeden Fall beides. Von der Anlegestelle an der Kettenbrücke geht es zu Fuß hinauf auf den Burgberg mit dem herrlichen Ausblick. Und bei der Matthiaskirche sehen Sie dann auch die Fischerbastei. Das Denkmal des Königs Stephan des Heiligen erinnert an die Zeit, als die Ungarn zum Christentum fanden. Und hier von der Fischerbastei haben Sie einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Weiter geht es dann über die Kettenbrücke in den 5. und 6. Bezirk, wo Sie den Stephansdom erkunden können. Jetzt steigen wir in die zweitälteste U-Bahn des Kontinents ein, um hinauszufahren zum Heldenplatz und dem Stadtwäldchen, wo Sie einige der wichtigsten ungarischen Bauwerke finden. Auch Thermalquellen gibt es hier viele. Die Markthalle von Budapest ist unser nächster Stopp und hier gibt's Paprika, Paprika, Paprika und wenn das nicht genug ist, auch Salami. Mein Tipp, schauen Sie auch in den Keller, da gibt's die fischigen Überraschungen. Nach 3 Stunden sportlichen Spaziergang geht es dann zurück aufs Schiff. Budapest ist die Königin der Donau und alle Sehenswürdigkeiten orientieren sich zum Fluss. Das Auslaufen kann man jetzt entspannend auf dem Oberdeck genießen und dazu serviert Ihnen die Crew der MS Nestroy den legendären Palinka-Limonadendrink. Beliebt bei allen unseren Gästen. Der Kapitän ist stolz auf seine Heimat. Er fährt bis zum Parlament hinauf, macht dort mit dem Schiff das Rondeau und ich darf Ihnen dann auf dem Weg zu Tal die Sehenswürdigkeiten Budapests noch einmal näher bringen. Unter den Brücken durch gibt es dann noch jede Menge Informationen über Budapest. Wussten Sie, dass Budapest mehr Thermalbäder hat als irgendeine andere Hauptstadt? Wussten Sie, dass der Erfinder des Kugelschreibers aus Budapest kommt, ein gewisser Herr Biro? Wussten Sie, dass die zweitgrößte Synagoge der Welt nach New York in Budapest steht? All das hören Sie auf der Fahrt unter den Brücken dieser Stadt durch. Genießen Sie diese Fahrt am Oberdeck, nehmen Sie noch die letzten Eindrücke auf und bereiten Sie sich auf einen wirklich interessanten Abend vor. Denn der Abschied aus Ungarn, der findet erst in Mohács statt. Ich möchte diese Gelegenheit auch unbedingt ergreifen, um mich bei allen Zuschauern unserer virtuellen Donaukreuzfahrt zu bedanken. Viele aus Österreich, aber auch sehr viele aus Deutschland schauen sich das immer wieder an und danke für die netten Kommentare, die Sie unter den Videos posten. Haben Sie übrigens den Buchstaben gesehen? Er ist der 2. für unser Lösungswort. Schreiben Sie auf, Buchstabe, Tag 2. Wir nähern uns Mohács. An diesem Ort wurden 2 große Schlachten geschlagen und heute schlachten wir gegen die Schengen-Ausgangsbehörden, die hier eine Gesichtskontrolle durchführen. Wer denkt, dass sein Gesicht um diese Zeit nicht mehr so aussieht wie das im Reisepass, der kann ja einen der bereitgestellten Schminktische verwenden. Auf der Nestroy organisieren wir diese Kontrolle in einer Rekordzeit von meistens unter 15 Minuten. Danach spielten unsere Bordmusiker für Sie noch zum Tanz in der Bar. Über Nacht geht es weiter nach Belgrad und ich freue mich schon, Ihnen morgen die Hauptstadt Serbiens zu zeigen und auch die vormittägliche Durchfahrt durch Novi Sad. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch einen Kommentar unten da. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu lesen und zu hören.